Hallihallo, hallöchen Leute und willkommen zurück zu Oblivion. Und ihr fragt euch, wieso ich im Hauptmenü anfange. Das ist ganz einfach. Ich habe ab diesem Part spiele ich ja mit meiner neuen Grafikkarte und da wollte ich euch nur mal schnell klar machen und verklickern, dass ich die Grafik komplett hochgedreht habe. Ich hoffe, man bemerkt es am Spiel, dass ich das getan habe. So, und jetzt laden wir mal, und beim letzten Mal kam ich nicht zum Speicher und deshalb muss ich den Autosave jetzt nutzen. Kann also sein, dass wir uns das eine oder andere nochmal angucken müssen, was im letzten Part bekannt war, aber ich wüsste momentan sowieso nicht mehr, wo wir beim letzten Mal waren. Irgendwie nur bei Oblivion weiß ich nicht mehr, wo wir beim letzten Mal waren. Bei allen anderen Spielen weiß ich es immer. Aber okay, sei es drum. Dann kicken wir einfach mal, wo uns unsere tolle Nadel hinführt, zu das ist nicht Ocheva. Das war nicht Ocheva. Da muss unsere Nadel uns woanders hinführen. Unsere grüne Nadel unten, die wir sehen. Hau ab. Mach, dass ihr wegkommt. Mach mal das Türlein auf. Ah, Mutier ist also entkommen. Gute Arbeit. Als Bezahlung überreiche ich euch dieses Amulett. Das Herz der Grausamkeit. Ihr werdet auch weiter befördert. Oh ja. Ich verleihe euch hiermit den Titel eines Eliminators. Euer Blut ist kalt und euer Herz wie Stein. Ihr seid die Verkörperung von allem, wofür die dunkle Bruderschaft steht. Hiermit überreiche ich euch diesen Schlüssel. Damit öffnet ihr den Brunnen über uns, hinter dem verlassenen Haus. So erlangt ihr unerkannt und schnell Zutritt zu dieser Zuflucht. Toll. Und warte? Na, ihr seid ja ehrgeizig, was? Ich fürchte, ich habe keine weiteren Aufträge für euch. Unsere Zusammenarbeit ist nun vorbei. Meldet euch stattdessen bei Ocheva, hier in der Zuflucht. Von jetzt an erhaltet ihr eure Aufträge von ihr. Sie wartet bereits auf euch. Bevor ihr geht, will ich noch auf ein Angebot zurückkommen, das ich euch vor einiger Zeit machte. Als Vampir kann ich meine Gabe nach meinem Gutdünken an andere weitergeben. Ihr habt mir gut gedient, und ich will nun die Gabe an euch weitergeben. Soll ich meine dunklen Kräfte nutzen und euch zu einem Vampir machen? Jetzt nicht. Ja, ich verstehe eure Ängste. Schließlich geschieht es nicht alle Tage, dass man die Einladung erhält, sich den Reihen der Untoten anzuschließen. Solltet ihr jemals eure Meinung ändern, dann sorgt euch nicht. Mein Angebot gilt auf ewig. Kehrt einfach zurück und sprecht mich auf das dunkle Geschenk an. Und schon werden wir beginnen können. Gut, Vergießt mache ich später. Jetzt nicht. Ich will lieber einen Auftrag machen. Ich glaube, ich mache mich zum Vampir. Ja. Ich glaube, das mache ich. So. Wo ist Ocheva? Du bist Ocheva. Ah, seid gegrüßt. Ich habe euch erwartet. Wie Vicente euch sicherlich gesagt hat, werdet ihr nicht mehr für ihn arbeiten. Von nun an werdet ihr eure Aufträge von mir erhalten. Euer nächster Auftrag ist sogar schon eingegangen. Na dann, lass mir hören. In der Kaiserstadt lebt ein Hochelf, dessen Leben ausgelöscht werden muss. Diese Person zu finden, könnte eine Herausforderung darstellen. Habt ihr Interesse? Immer, ich nehme den Auftrag an. Ich wusste, ihr würdet nicht widerstehen können. Euer Ziel ist ein Hochelf namens Felian. Er lebt irgendwo in der Kaiserstadt und mag lange Spaziergänge. Leider ist das alles, was wir wissen. Wir wissen nicht, in welchem Viertel er wohnt, noch welche Etablissements er aufsucht oder irgendetwas über seinen Tagesablauf. Bei diesem Auftrag ist etwas Detektivarbeit nötig. Ich schlage vor, ihr sprecht mit euren Brüdern und Schwestern und fragt, ob sie euch einen Rat geben können.
Ach ja, da ist noch etwas. Die Kaiserstadt ist auch das Zuhause eines Hauptmanns der Kaiserlichen Legion namens Adamus Philida. Wisst ihr, wer das ist? Nö. Philida hat sein Leben der Auslöschung der dunklen Bruderschaft gewidmet und wird sehr zornig, wenn unsere Pflichten uns in die Kaiserstadt führen. Wenn so etwas geschieht, macht er zumeist unser Leben sehr schwer. Geben wir dem guten Hauptmann keinen Grund, sich mehr mit unseren Angelegenheiten zu befassen. Ja! Wenn es möglich ist, beseitigt Felian irgendwo, wo es keiner bemerkt. In jedem Fall nicht im Freien, wenn niemand in der Nähe ist. An einem sicheren Ort, ohne Zeugen. Dann sieht es wie ein einfacher Mord aus. Philida wird nichts ahnen. Und ihr erhaltet einen netten Bonus. Geht jetzt. Möge Sittis mit euch gehen. Jo. Gut gemacht. Oh, zeig mal her. Ja. Oh, kann man nicht. Gut. Oder nach draußen, um schnell zu reisen. Ich nehme eine Abkürzung. Na komm. So, genau. Also ich hoffe, an dieser Landschaft erkennt man schon irgendwie einen Unterschied. Von der Grafik her, ich weiß es jetzt nicht. Wenn ich ganz ehrlich bin. Aber gut. Egal. Ich möchte mich jetzt um meinen Auftrag kümmern. Der Typ nochmal, Finian. Okay. Ich grüße euch. Bitte, nur eine einzige Münze. Meine Kinders werden euch für eure Kinders. Hilfe dankbar sein. Ja, ich miss Kinders. Vielen Dank, mein Herr. Dafür sag's mir jetzt aber was. Habt ihr mich gehört? Diese große Galeone an der Mole. Jemand hat den Kapitän getötet. An Bord. Ja, das war ich. Das sagst du mir nicht, was ich wissen will. Möge Stenda euch segnen. Ups. Ich muss erstmal wieder mit der Steuerung klarkommen. Ah, das war Spring, alles klar. Du bist nicht... Holt euch euren Rappenkurier. Hier, es ist. Ihr seid es. Muss Felian finden. Bist du Felian? Hallo? Ach ja? Ich versorge viele ehrbare Händler aus der Stadt mit Waren. Alle möglichen Sachen. Alles, was ich billig ein- und teuer verkaufen kann. Das ist schön für dich. Ich höre euch zu, Bürger. Aha, ich guck mal hier rein. Na komm. Nördlicher Wachturm. Sprecht. Was ist los? Gehen raus, ihr könnt ja voll ihr Essen klauen. Wie schön euch sehen. Otrenos, ich bin ein Schleicher, ein fortgeschrittener Schleicher, genauer gesagt. Und ich bilde Schleicher aus, das ist nicht verboten. Ja, nee, das will ich auch gar nicht wissen, willst du... Felian? Ja, ich weiß, wer er ist.
Aber ich berede dergleichen nicht mit Fremdlingen. Aha. In Ordnung. Sehr gut. Einverstanden. Sehr gut. Einverstanden. Ich nehme es an und danke euch vielmal. Hab Dank. Wie freundlich. Wie freundlich. Felian, sagt ihr? Oh ja, ich weiß, wer er ist. Ziemlich unangenehmer Zeitgenosse, um genau zu sein. Ich glaube, er lebt im Tiber Septim Hotel. Das liegt im Talos-Platzbezirk hier in Kaiserstadt. An eurer Stelle würde ich dort nachfragen. Dankeschön. Auf Wiedersehen. So schnell kriegt man Informationen. Was ist los? Oh, hier stehen so viele Wachen, kriegt mir Angst. Tibor Septim Hotel. Wie ist das Wertebefinden? Was denn nun schon wieder? Wenn ihr leicht. Wie viele Goldstücke habe ich eigentlich noch? Falls ich noch einen bestechen muss. Ah, 6000 Goldstücke. Grüße. Am besten mit red mal mit mir. Willkommen im Tiber Septim Hotel. Ich bin Augusta Kalidia, eure Wirtin. Interessiert mich nicht, wer du bist. Felian? Und ob ich den kenne? Ein richtiger Tagedieb ist das. Er wohnt hier und zwar mit seinem Schatz Atraena. Ich verstehe nicht, was das arme Mädel an dem findet. Atraena zahlt das Zimmer, ihr Essen, alles. Ich glaube, sie ist recht wohlhabend. Felian hatte früher auch mal Geld, war ein richtig feiner Herr. Doch das war, bevor er anfing mit dem, ihr wisst schon, Sko-Oma. Was? Jetzt ist Felian fast nie da. Schätze, er gibt sich irgendwo Sko-Oma oder sucht in der Stadt danach. Jeden Abend kommt er zu Atraena, bleibt jedoch nur ein paar Stunden. Bei meiner Treu, wenn dieser Hochelf so weitermacht, hat er bald ausgespielt. Hat er bald? Ah, das hört sich so an wie Drogen. Als er aber verschleuderte dann seinen Reichtum aufs Oma. Felian verbringt die meiste Zeit damit auf der Suche nach der Droge. Ja, sag ich doch, Droge. Der Stadt umherzuwandern, wobei er sein Schätzchen Atraena im Tiber Septim Hotel lässt. Vielleicht hat Atraena weiter Informationen. Ich weiß sicher, dass Felian dem Tod sehr nahe ist, aber ich darf ihn nicht im Hotel töten, wenn ich meinen Bonus haben will. Oh, hallo. Hallo. Wie heißt die, Alter? Ja, Drogen. Atraena. Nicht mal gute Neuigkeiten aus Quatsch. Die letzten Daedra wurden vertrieben. Ach, du bist es. Ja, mein Herr. Wie kann ich euch behilflich sein? Bitte, ich will euch nicht belasten, aber ich denke, ich kann euch vertrauen. Ich weiß einfach nicht, was ich mit Felian machen soll. Das Einzige, was ihm wichtig ist, ist Sko-Oma. Er war so ein hübscher junger Mann, aber er hat alles verloren. Sein Aussehen, sein Geld, seine Selbstachtung. Ich bin ihm ein paar Mal gefolgt, um zu sehen, wo er hingeht. Er durchstreift die Stadt nach Sko-Oma und geht dann für diverse Stunden zu Lorkmirs Haus. Das ist im Elfengartenbezirk. Ich glaube, das Haus ist verlassen. Deshalb geht er dorthin, um dem Leben zu entfliehen und sein Sko-Oma zu nehmen. Danke, dass ihr mir zugehört habt. Ihr seid ein guter Freund. Ich hoffe nur, dass sich mein Felian wieder fängt. Sonst bringt ihn dieses schreckliche Sko-Oma noch um. Oder ich. Auf Wiedersehen. Aha. So, wo ist das? Da ist es. Und ab in den Elfengartenbezirk. So, jetzt müssen wir noch das olle Haus finden. Hallo. Wie ist das Haus? Lorkmirs Haus. Oh nein, kein Schloss. Da ich kein
Da ich keine Dietriche habe und jetzt auch nicht ewig suchen will für euch, cheat ich mir die Tür mal auf. Ist mir jetzt egal, was ihr sagt. Aber ich habe so die Schnauze voll von dem Dietrich Scheiß. Deshalb nehmt es mir nicht übel. Aber es ist für euch das Beste. Weil so muss ich nicht ewig nach Dietrichen suchen. Ich muss nicht fluchen. Ihr müsst nicht ewig warten, ehe ich nach Hause komme. Ich werde es versuchen, auch bei diesem einen Cheat zu belassen. Ich werde jetzt nicht mich hier durch das ganze Let's Play cheaten. Hier oben scheint doch nichts zu sein.